Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zum Let's Show Sonntag. Heute zeige ich euch das Spiel Robbery Rob, Man of Steel, vorgeschlagen vom guten Avatev Afawi. Und wir haben hier ein kleines, aber feines Action-Game, kann man sagen. Ich weiß zwar nicht genau, was uns erwartet, vielleicht so ein 2D-Jump'n'Runner im Action-Stil, keine Ahnung. Die Musik hört sich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen mysteriös an. Wollen wir sie uns doch mal hingeleiten lassen in das Gefilde dieses Spiels? Erzählkapitel. Kapitel 1, die Vororte. Auf geht die Scheiße, würde ich sagen. Wir haben den Robbery, den Räuber, Rob. Oder Bob heißt er. Okay, ich habe gerade eben Rob gesagt. Er heißt natürlich Bob. Robbery Bob. Und er kann es irgendwie schaffen, auszubrechen. Interessant. Aber wer ist das? Das ist ein Mann. Ein Detektiv. Er möchte Geld. Ansonsten gibt's Schläge oder so ähnlich. Kein kleiner Gefallen. Erstes Level. Und was muss getan werden? Dich aus dem Gefängnis zu holen, war kein kleiner Gefallen, Bob. Vielen Dank, ich weiß es zu schätzen. Zck, zck, zck. Das habe ich nicht mal aus Mitleid getan. Um es kurz zu machen, du schuldest mir was. Zack, zack, zack. Das habe ich nicht aus Mitleid getan. Um es kurz zu machen, du schuldest mir was. Da vorne ist ein unbewohntes Haus. Geh hinein und schnapp dir den Gegenstand, der sich darin befindet. Okay. Aber wie cool ist das denn? Aha. Schnell besser abhauen. Wo willst du denn hin? Was denn? Ich wollte nur kurz hier. Lala. Ja, dann ist ja gut. Jetzt schnell ins Haus rein, ansonsten klatscht, aber kein Beifall. Ich habe ihn. Ist das deiner? Um deine enormen Schulden zurückzuzahlen, musst du in dieses Haus gehen und alles mitnehmen. Okay. Schulden, weil er irgendwie ihm beim Ausbruch geholfen hat. Das war auch voll teuer. Ja. Die Pfeile war überteuer. Gut. Mit der rechten Taste kann man übrigens laufen, aber das auch nur so zum bestimmten Teil. Voll von Zelda Skyward Sword geklaut. Aber okay. Wir haben einen knackigen Zeitbonus und alles perfekt. Ja, wer hätte es denn gedenkt, Mensch? Dass wir nochmal so gut sein würden. Guck mal an. Weiter geht's, die runde Wildfahrt. Auf dem Bildschirm Gegenstände und Erweiterungen kannst du alle gefundenen Münzen einsetzen, um Bob neue Fähigkeiten, witzige Gegenstände oder modische Outfits zu verpassen. Okay, verstanden. Ja, guck an. Hinterlist, was bringt das denn? Ah, ruhig bleiben und schnell handeln sind die wichtigsten Eigenschaften jedes Diebs oder Ninjas. Oh. Dann lass mal da schnell rein investieren, yo. Ausdauer, damit du länger laufen kannst. Wenn dir die Puste ausgeht, ist das nie witzig und immer schmerzhaft. Ja, dann lass doch upgraden. Dankeschön. Und Kleptomanie. Ohne großes Zutun fliegen Wertgegenstände in deine Taschen. Oh ja. So muss das sein. Gut, ich sag mal so, Kapitel 1.1 hätten wir geschafft, jetzt kommt 1.2 und ich denke mal, das ist doch nicht dein Ernst hier. Willst du mich verarschen? Das ist ja dreist. Scheiß Werbung. Und dann noch in HD, ey, fick dich doch ins Knie. Jaja, alles mitnehmen. Jaja, das hatten wir alles schon. Zufällig weiß ich, dass gerade niemand zu Hause ist. Dann ist ja gut. Das Gute an der Ausdauer ist aber, wie man sehen kann, ist da ein Geheimnis? Nein. Das Gute an der Ausdauer ist aber, dass sie sich wieder auffüllt. Macht auch überhaupt irgendwie Sinn, ne? Das macht schon irgendwie Sinn. Gut, dann lass uns reingehen. Und ganz schnell mal was mitnehmen. Und zwar, was haben wir denn hier? Benutzter Rasierer. Wie sagen die Araber, wir machen richtige Dürberphasen hier gerade. Wir dürbern alles. Was nicht bei 3 auf dem Baum ist oder bei 3 auf dem Bett. Wobei... Leeres Portemonnaie. Und das hat mir Geld gegeben, ja? Wo ist der Sinn, Alter? Wow. Yay, ein paar Münzen. Ein Plastikgabel. Und Schmuckkästchen. Ich denke, wir haben alles. Deswegen raus hier. Da kann ich auch hier rausgehen? Nö. Ist aber richtig cool. Aus der Vogelperspektive gehalten. Total cool. Die Idee ist schon mal ziemlich cool, muss ich sagen. Gut, ich denke mal, wir haben keinen Zeitbonus bekommen. Schade.
Aber wen juckt es denn, ja? Nächstes Level. Du schlägst dich gut, Bob, aber du wirst deine Schulden nicht zurückzahlen können, wenn du mir legere Kisten bringst. Um dich zu beweisen, musst du in dieses Haus gelangen, ohne gesehen zu werden. Ich werde versuchen, besonders raffiniert vorzugehen. Okay, diesmal sogar mit Einbrechern, das ist ja cool. Was heißt mit Einbrechern? Mit Bewohnern. Das heißt, wir müssen extrem vorsichtig sein. Weil deine Oma ist, die ständig im Kreis läuft und naja. Ah, man kann sogar von der Oma den Blickwinkel sehen. Sie hat einen Blickwinkel und der wird uns angezeigt. Das ist ja cool. Wow. Aber die kommt doch irgendwann zurück, ne? Ja. Deswegen lasst uns lieber erstmal hier reingehen. Uns verstecken. Jetzt ist die Frage, schöpft ihr auch irgendwann Verdacht oder so? Das ist mal die Frage des Tages. Wir sind ja extrem laut, ne? Und naja. Wenn wir jetzt mal hinterherlaufen. Ja! Guten Tag. Ist die dumme, Alter. Tschüss! Diese Dinger verliere ich immer. Fernbedienung? Ja, die sind echt schwer zu schwer zu finden. Die verschwinden immer hinter den letzten Couch-Ecken, kann das sein? Nein! Lass mich! Boah, war das knapp. Das war extrem knapp. Hätte die mich erwischt, ich wäre wahrscheinlich gestorben. Aber mal gucken, was passiert, wenn wir erwischt werden. Wahrscheinlich müssen wir ein Level wiederholen und sterben kurz. Nein. Eine Premium-Werbung ansehen. Nee, danke. Jetzt hast du es kapiert. Ich denke, es wird Zeit, reich zu werden. Geh einfach rein und nimm alles mit, das teuer aussieht. Teurer Kram. Verstanden. Aber ich muss sagen, das Spiel macht schon Spaß, ne? Und schon wieder eine Oma, hallo. Ja. Ja, das Spiel macht echt Spaß. Ich muss echt mal ganz ehrlich sagen. Hätte nicht gedacht. Warum nimmst du das? Ach, vergiss es. Hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß machen kann. Oder, Entschuldigung, gedenkt. Okay, die Oma versucht jetzt nicht hier reinzukommen. Dann ist ja gut. Warum guckst du noch? Puh. Das Ding ist, ich sehe bei ihr jetzt gar nicht mehr den Blickwinkel, den ich gerade eben gesehen habe. Eine Rolle Garn, das passt zu dir, Oma. Ich kann sogar an der Wand schleichen, schaut mal. Cool ist das denn. Ha! Das ist echt witzig, es ist sehr unterhaltsam, abwechslungsreich und knackig. Diesmal unentdeckt, aber mal wieder kein Zeitbonus, ja. Kann man überhaupt sehen, ob man den Zeitbonus innerhalb des Levels schafft oder ist das halt so, nur das kriegst du erst im Ergebnisscreen angezeigt. Das ist die Frage des Tages, die man zu beantworten versucht. Ja, du kannst unfassbar gut Klavier spielen. Du auch. Du auch. Oh nein, nein, nein. Junge. So nervig, Alter. Ich möchte nicht angeben, aber ich bin echt ein guter Bowler. Einmal habe ich sogar einen Pokal gewonnen. Ich meine, jemand anders hat ihn gewonnen, aber jeder weiß, dass ich der rechtmäßige Eigentümer bin. Deshalb sind wir hier. Geh hinein und hole mir meinen Pokal zurück. Bob ist absolut still. Dann schleichen wir ein Ninja. Ich gehe mal davon aus, die gucken nur an die Wand oder... Naja, die gucken an die Wand. Und nicht, was um sie herum passiert. Die haben schon so einen kleinen Tunnelblick. Es gibt sogar Checkpoints, ne? Das ist ja cool. Das ist ja extrem cool. Nein! Lass mich! Da konnte man ja nicht ohne... Du konntest da ohne Scheiß nicht durchkommen. Ohne, dass du erwischt wurdest. Das geht doch nicht! Und das nächste Level. Weißt du, was mich echt wütend macht? Rotzlöffel, die das bekommen, was ich haben will. Ich finde nicht, dass du neidisch auf Kinder sein solltest.
Aber ich habe Eltern gesehen, die ihrem Sohn die begrenzte erste Ausgabe meines Lieblingscomics gekauft haben. Moral? Darüber will ich nichts hören. Schnapp sie dir oder du wirst noch lange, lange Zeit für mich arbeiten. Okay, verstanden. Passanten rufen die Polizei, wenn sie dich sehen. Aha, warum hat das die Oma nicht getan? Wahrscheinlich, weil sie senil und alt ist und dumm vielleicht auch noch. Okay, lass uns direkt loslaufen. Ich geh mal hier rein, weil das schützt mich jetzt gleich vor dem Gang, weil... Naja, Kinders. Wenn da gleich der Typ durchkommt und der sieht mich, das wäre nicht so knackig. Nein! Verdammt, wo sind die Bullen? Wann kommen die? Wo sind sie? Scheiße. Scheiße, er hat mich. Als ob er jetzt nicht ins Zimmer reingeht. Das ist doch so ein dummer Idiot, Alter. Kein Polizist würde das machen, ohne Scheiß. Piep, 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 piep. Verdammt, hier ist der Kanotausgang. Hier ist der Kanotausgang. Doch. Oh Gott. Tschüss. Super, Schurke. Wir haben die ja richtig verarscht, Mann. So muss das sein, Kinder. Das nächste Level. Das heißt, wenn ich dürfte. Ja, ist ja gut. Ich würde gerne mal in den Shop gehen und ein paar neue Sachen kaufen. Wir haben jetzt 78 Münzen. Nur 78? Okay. Das ist aber immer noch mehr als genug, um sich noch ein weiteres Upgrade zu sichern. Geile Sau. Und hier gibt es übrigens Hilfsmittel, die wahrscheinlich so, ja, so einmalig gültig sind oder halt zweimalig. Kaufen mal zwei und sowas, ne? Ich würde sagen, ich mache mir die Kleptomanie rein, weil so kann man ja quasi, naja, wie von selbst die ganzen Sachen klauen, ohne dass man dagegen laufen muss. Heißt quasi so, Kleptomanie ist, glaube ich, so, also, Kleptomanie bedeutet nichts anderes als, der Typ ist einfach nur, er hat eine Krankheit oder seine Krankheit ist, dass er Sachen klaut. Das ist seine Krankheit. Na, das ist, glaube ich, offiziell eine, Krankheit, ja. Die ist echt dumm. Du kannst einige Gegenstände als gute Verstecke verwenden. Ui. Ninja. Ha! Ninja. Sehr schön. Und das wird später noch viel, viel krasser. Ne, aber ich war bei Kleptomanen. Kleptomanen sind Leute, die... Fuck! Nein! Scheiße! Kleptomanen sind eigentlich nichts anderes als Leute, die... Oh Gott, nein, nein, nein! Lass mich raus! Okay, wir versuchen es nochmal. Um das abzuschließen, Kleptomanen sind Menschen, die daran leiden, etwas zu klauen. Ich bin mir sehr sicher, dass es das eine offizielle Krankheit ist, aber okay. Jetzt hier ganz schnell auf die andere Seite, ohne dass weder sie noch er mich sehen. Okay, sehr gut gemacht. Alles geklaut. Und Ninja. Easy going. Ich find's auch cool, dass ich diese Kamera hier in diesem Vogelperspektiven-Screen auch manchmal von selbst bewegt. Oder sie folgt quasi den Charakteren, die hier im Haus rumlaufen. Ja. Nein! Nein! Scheiße, Mann! Oh nein, das ist nicht im Ernst. Nur weil ich gerade eben losgelaufen bin, Mann. Fuck. Okay, sehr gut. Etwas Klebriges. Post.
Aus den Daten kann man bestimmt noch schöne Sachen rausholen. Alte Wildsau. Ja, aber ich denke auch mit der Zeit werden diese ganzen Level noch viel, viel schwieriger, noch viel, viel taktischer muss man hier dann agieren. Aber Kinders, bis das soweit ist, vergeht bestimmt noch ein bisschen was an Zeit. Jetzt bleibe ich hier stehen und renne dann gleich an ihm vorbei. Ich denke mal nicht, dass er jetzt in meine Richtung guckt. Tut er auch nicht. Sehr schön. Gut, Kinders. Hätten wir doch irgendwie noch geschafft. Yay! Gut, wisst ihr, was ich sagen würde? Ich würde sagen, wir beenden das Let's Show an dieser Stelle. Und haben ja auch gesehen, dass das Spiel ziemlich cool ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir Spaß. Ziemlich cooler Vorschlag. Danke auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit euren Vorschlägen. Also bis dahin, haut rein. Ciao.